noch zu nennen ist natürlich die nukleare Bedrohung, die hier immer mitschwingt. Wir als Europäer haben uns weiter zu dem Abkommen mit dem Iran bekannt, aber wir sehen auch aggressive Tendenzen des Iran und deshalb ist die Frage, wie geht die Arabische Liga mit dem Iran um, aber wie gehen auch wir als Europa mit Iran um, auch eine der Gemeinsamkeiten, die wir miteinander diskutieren müssen. Als zweiten Konflikt habe ich die schreckliche humanitäre Katastrophe in Jemen genannt. Wir haben hier erste Hoffnungsschimmer durch den Stockholmer Prozess und wir müssen die Arbeit des UN-Beauftragten Griffith unterstützen, damit wir insbesondere auch in der Stadt Hodeida den Waffenstillstand langfristig und nachhaltig machen und hier dann ansetzen, um Schritt für Schritt auch zu einer politischen Lösung zu kommen. Ich glaube nicht, dass man zu friedlichem Zusammenleben kommt, wenn man sozusagen auch Minderheiten unterdrückt. Und das ist mein Grundverständnis und das habe ich hier auch deutlich gemacht. Herzlichen Dank.